Ja, vielen herzlichen Dank, Wolfgang Ischinger, Herr Salameh, für Ihre Analysen, für Ihren Appell, für Ihre sehr, sehr deutlichen Worte. Wir kommen jetzt zu einem Mann, der sein Leben lang das Zusammenleben von Minderheiten mit Mehrheiten ganz nah beobachtet hat. Ein Mann, der selber sehr viel Erfahrung mit unterschiedlichen Nationalitäten, mit Kulturen gemacht hat und der in seiner Arbeit Brücken geschlagen hat. Petros Makaris, einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Schriftsteller Griechenlands, auch in Deutschland ist er sehr, sehr populär. Er wurde als Kind, das muss man verstehen, für seine Keynote, die er jetzt hält, er wurde als Kind armenisch-griechischer Eltern in Istanbul geboren. Er besuchte eine deutschsprachige Schule in Istanbul. Er studierte in Wien und in Stuttgart. Er war viele Jahre lang türkischer Staatsbürger. Petros Makaris spricht und schreibt in griechischer, türkischer und deutscher Sprache. Also diese Biografie im Kopf habend, freuen wir uns jetzt sehr auf seine Keynote. Auch natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass Griechenland heutzutage in dieser großen Debatte um Migration eine ganz besondere Schlüsselrolle spielt. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Petros Makaris, herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Botschafter Wolfgang Ischinger, sehr geehrter Herr Professor Ghassan Salameh, sehr geehrter Herr Michael Trost, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich komme aus einem Land, das im Laufe seiner neueren Geschichte immer ein Ein- und ein Auswanderungsland war. Die meisten Europäer wissen nicht, dass die Geschichte Griechenlands im 20. Jahrhundert auch eine Ein- und Auswanderungsgeschichte ist. Nur waren die ersten Einwanderer noch keine Ausländer, sondern Griechen der Diaspora. Die Ausländer kamen viel später, erst in den 90er Jahren. Die griechischen Einwanderer waren fast immer die Opfer von politischen Entscheidungen und falscher Politik. Der lange Marsch nach Griechenland begann im Jahr 1922 nach dem Kleinasien-Desaster. So nennt man in der griechischen Geschichte die wahnsinnige Idee der damaligen Regierung, Kleinasien zu erobern. Die Niederlage der griechischen Armee löste einen Fluchtstrom aus. Viele Griechen, vor allem aus der Gegend von Izmir und der Ägäisküste der Türkei, verließen ihr Land und ihre Häuser und zogen nach Griechenland. Die große Welle kam aber zwei Jahre später nach dem Völkeraustausch zwischen Griechenland und der neu gegründeten Republik Türkei. Es war der größte Völkeraustausch in der Weltgeschichte. Und diese Griechen aus Kleinasien und der Schwarzmeerküste zahlten den bitteren Preis für die Normalisierung der griechisch-türkischen Beziehungen. Die Vertriebenen und Flüchtlinge waren für die einheimische Bevölkerung eine Last. In den Dörfern zeigte man ihnen die kalte Schulter. Viele von den Schiffen, die die Einwanderer nach Griechenland brachten, mussten von einem Hafen in den anderen fahren, weil die Bewohner die Häfen besetzten und den Ausstieg der Einwanderer verhinderten. Das war weder eine Reaktion des Rassismus noch der Fremdenfeindlichkeit. Das Land lag in Scherben und die einheimischen Griechen kämpften täglich um ihr Überleben. Sie konnten ihr spärliches Tagesbrot nicht mit Neuankömmlingen teilen. Das reichte nicht einmal für sie und ihre Kinder aus. Gleichzeitig war aber Griechenland ein Auswanderungsland. Die Auswanderung fing sogar früher an, bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Griechen gingen in die USA, nach Australien und Kanada. In den 50er Jahren kam eine neue Auswanderungswelle, weil das Land nach dem Zweiten Weltkrieg
und dem darauf folgenden Bürgerkrieg völlig ruiniert war. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre wurde Deutschland das gesegnete Auswanderungsland. Die Griechen gingen als Gastarbeiter nach Deutschland. Griechenland lebte im Lauf seiner Geschichte zeitweilen in einem Oxymoron. Einerseits verließen die Griechen ihr Land, um irgendwo auf der Welt einen Arbeitsplatz und bessere Lebensbedingungen zu bekommen. Andererseits wurde aber das Leben in Griechenland durch die Auswanderung nicht erleichtert, weil immer wieder Griechen der Diaspora als Vertriebene oder Flüchtlinge ins Land kamen. Welche sind die Gemeinsamkeiten und welche die Unterschiede zwischen den Vertriebenen und den Flüchtlingen der Vergangenheit und jenen, die jetzt nach Griechenland kommen? Die wichtigste Gemeinsamkeit ist die Krise. Sowohl die vertriebenen Griechen im Jahr 1922 als auch die Opfer des Völkeraustausches von 1924 kamen in ein von der Krise hart getroffenes Land, genauso wie die Flüchtlinge von heute. Trotzdem liegt in dieser Gemeinsamkeit auch ein Unterschied. Die Flüchtlinge werden heute viel freundlicher behandelt als die griechischen Einwanderer der 20er Jahre. Grund dafür ist, dass in vielen Ortschaften die Mehrheit der Bevölkerung aus ehemaligen Einwanderern besteht. Das gilt besonders für die Insel Mytilini. Der Schrecken von damals lebt als Narrativ in den Familien weiter und die Griechen der jüngeren Generation haben Mitleid mit den Flüchtlingen, weil sie wissen, wie ihre Vorfahren gelitten haben. Meine Damen und Herren, was ich bis jetzt am Beispiel Griechenland beschrieben habe, ist die eine Seite des Problems. Das zweite und durchaus kompliziertere Problem ist das Leben der Flüchtlinge, also der Gäste, im Gastland und deren Zusammenleben mit der einheimischen Bevölkerung. Wenn wir von Gästen und Gastgebern sprechen, dann sprechen wir zwangsläufig von Minderheiten, die mit der Mehrheit der Bevölkerung zusammenleben müssen. Ich kann Ihnen dazu ein Beispiel aus meiner eigenen Lebenserfahrung geben. Ich bin als Kind eines Istanbuler Armeniers und einer Istanbuler Griechin in Istanbul geboren und in einer Minderheit aufgewachsen. Istanbul war während meiner Kindheit und meiner Jugend eine Stadt von Minderheiten. Es gab die griechisch-orthodoxe, die armenisch-gregorianische und die jüdische Minderheit. Ich erinnere mich auch heute noch an das Sprachgewirr, als ich täglich durch die Istiklalstraße spazierte, die damals die zentrale Einkaufs- und Promenadestraße von Istanbul war. Ich hörte gleichzeitig türkisch, griechisch, armenisch, sephardisches Jüdisch, aber auch französisch und italienisch. Istanbul war Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre ein Sonderfall von Multinationalität, sodass der Fußgänger auf der Straße gar nicht zuhörte, als diese verschiedenen Sprachen gesprochen wurden. Das Sprachgewirr gehörte zu seinem Alltag. Dieses multiethnische Zusammenleben begrenzte sich aber auf der Straße und im Geschäftsleben. Das Privat- und Familienleben der Minderheiten war vollkommen getrennt und je nach Stadtteil bestimmt. Das St. Georg-Kolleg liegt im Stadtteil Kuledibi. Kuledibi war in den 40er und 50er Jahren ein fast ausschließlich jüdisches Viertel rund um den Galataturm. Als ich in das St. Georg-Kolleg ging, hörte ich täglich neben Türkisch fast nur noch das Ladino, das sephardische Jüdisch. Im Stadtteil Kurtuluş, wo meine Familie wohnte, sprach man außer Türkisch überwiegend Griechisch und zum Teil auch Armenisch.
So erging es in vielen Stadtvierteln. Balat am Goldenen Horn war ein jüdisches Viertel, aber Fener auf der anderen Seite des Goldenen Horn, wo das ökumenische Patriarchat seinen Sitz hat, war ein griechisches Viertel. Dagegen waren Samatia oder Bakürkö gemischte griechisch-armenische Stadtteile. Das war in den Monaten der Sommerfrische nicht anders, vor allem auf den Prinzeninseln. Auf der ersten der vier Prinzeninseln verbrachten mehrheitlich Armenier den Sommer, auf der zweiten mehrheitlich Griechen. Die dritte Insel, Hebelia, da, wo ich geboren und aufgewachsen bin, hatte eine Mischung aus griechischen und jüdischen Sommerfrischlern. Die letzte und größte Insel, Bjukada, war die Insel der Reichen. Auch in den gemischten Vierteln, in denen Armenier und Griechen lebten, gab es kein gemeinsames Leben. Die Griechen kauften bei armenischen Geschäften ein und vice versa. Sie begrüßten sich, fragten nach der Familie und den Kindern, aber nach Geschäftsschluss gingen Armenier und Griechen ihre eigenen Wege. Der griechische Nationaldichter Dionysios Solomos sagte während des griechischen Befreiungskriegs: Habe ich denn etwas anderes im Sinn als Freiheit und Sprache? Wenn ich diese Frage von Solomos auf die Minderheiten übertragen würde, dann würde ich sagen: Habe ich denn etwas anderes im Sinn als Religion und Sprache? Jede Minderheit verteidigte vehement ihre Sprache, ihre Werte und Traditionen, die sie in der Religion verschmolzen und verankert sah. Die einzige Ausnahme in Bezug auf die Sprache sind die Juden, die das sephardische Jüdisch, das Ladino, nach und nach aufgegeben und die Sprache des Landes, also das Türkisch, übernommen haben. Die christlichen Minderheiten in Istanbul waren gar nicht anderes. Sie wollten ihre Sprache, ihre Religion und ihre Lebensweise mit allen Mitteln verteidigen. Ihr Kontakt zur Mehrheit der Bevölkerung beschränkte sich auf die Arbeit und das Geschäftliche. Wohlgemerkt, ich rede nicht von Gemeinden und Minderheiten, die sich in den letzten 20, 30 oder 50 Jahren entstanden sind, wie die asiatischen oder afrikanischen Gemeinden in vielen europäischen Ländern. Die Rede ist von Minderheiten, die seit Jahrhunderten zusammenlebten. Trotzdem lebten sie getrennt, nicht nur von der Mehrheit, den Türken, sondern auch von den Minderheiten, christlichen und jüdischen. Warum habe ich Ihnen diese Geschichten erzählt? Ja, weil ich Ihnen zeigen wollte, dass man mit dem Begriff Integration vorsichtiger umgehen muss und dass es fast keinen Sinn hat, ja sogar schädlich ist, aus dem Wort Integration einen hohlen und inhaltlosen Begriff zu machen. Immer, wenn ich den Begriff multikulturell oder kurz Multikulti höre, ist es mit zum Heulen, vor allem mit dem Ausruf Multikulti ist tot. Meine Damen und Herren, es kann nicht sterben, was nicht gelebt hat. Sowohl die Gesellschaft, in der ich als junger Mann in Istanbul aufgewachsen bin, als auch die heutigen Gesellschaften sind keine multikulturelle, sondern multikommunale Gesellschaften. Es sind Gesellschaften mit mehreren Gemeinden, die aber getrennt leben und ihre eigene Religion, ihre eigene Sprache und ihre eigenen Werte und Traditionen für sich behalten und eine Mischkultur oder Multikultur entschieden vermeiden. Um es grob zu sagen, sie wollen von der Kultur der Mehrheit, die für sie auch die herrschende Kultur ist, nicht angesteckt werden. Das ist nicht unbedingt als ein Zeichen der Arroganz zu verstehen, wie es viele in vielen Ländern tun, sondern vielmehr als ein Zeichen der Angst und der Unsicherheit. Die meisten Minderheiten und deren Mitglieder haben Angst,
dass ein zu intensiver Kontakt mit der herrschenden Kultur, ihre eigene Kultur, ihre Lebensweise, ihre Sitten und Traditionen abschaffen würde. Das Kopftuch, das viele junge Musliminnen in Deutschland und in anderen christlichen Ländern tragen, ist nicht nur als ein Symbol der religiösen Zugehörigkeit zu verstehen, sondern auch, ja sogar viel mehr, als ein Symbol der Zugehörigkeit zu einer anderen Kultur, zu einer anderen Lebensweise, zu anderen Sitten und Traditionen. Diese Ausgrenzung und die Leidenschaft für das Anderssein erreichen mitunter ein Maß der Übertreibung. Das Beispiel dafür liefern die Istanbuler Griechen. In den 50er und 60er Jahren, als der Zypernkonflikt zwischen Griechenland und der Türkei seinen Höhepunkt erreicht hatte, wurden die Istanbuler Griechen, wenn sie öffentlich Griechisch sprachen, von den Türken immer mit den Worten ermahnt: Mitbürger, du bist in der Türkei, du solltest Türkisch sprechen. Die Griechen waren zu Recht empört. Warum dürften sie öffentlich nicht ihre eigene Sprache sprechen? Im Jahr 1964 wurden die Istanbuler Griechen mit griechischer Staatsbürgerschaft wieder wegen des Zypernkonflikts von der Türkei ausgewiesen. Mit ihnen ging auch die Familie, auch wenn der Mann oder die Frau die türkische Staatsbürgerschaft hatten. Fast alle Istanbuler Griechen kamen nach Athen und wählten als Domizil Paleon Phaliron, einen Stadtteil am Meer. Viele von diesen Griechen sprachen öffentlich Türkisch miteinander und nicht Griechisch. Die Griechen waren zu Recht empört. Wieso sprachen sie nicht Griechisch, sondern die Sprache des Landes, das sie ausgewiesen hatte? Die Antwort ist einfach. Sie wollten zeigen, dass sie anders sind und sich von der Mehrheit unterscheiden. In Istanbul taten sie es öffentlich mit Griechisch, in Griechenland mit Türkisch. Das war der Grund, warum ich Ihnen das Beispiel der Minderheiten in Istanbul so eingehend erklärt habe. Es war mit den Minderheiten in Istanbul nicht anders, obwohl sie seit Jahrhunderten zusammenlebten. So wie sich heute die Minderheiten in Europa von der Mehrheit und den anderen Minderheiten sich ausgrenzen, genauso grenzte sich auch die Minderheit in Istanbul von der Mehrheit und den anderen Minderheiten aus. Gewiss, es gibt Ausnahmen. Es gibt mehrere Politiker türkischer Herkunft in der deutschen Politik, so wie es auch Politiker arabischer Herkunft in der französischen Politik gibt. Es gibt auch viele Schriftsteller, um nur von meiner Praxis als Autor zu reden, so zum Beispiel Rafik Shami, Nevit Germani und Feridun Zaimoglu in der deutschen Literatur. Der erste ist syrischer, der zweite persischer und der dritte türkischer Herkunft. Es gibt französischsprachige Autoren wie Tahar Ben Jelloun und Amin Maalouf oder den englischsprachigen Tarik Ali. Es gibt auch den deutschen Filmregisseur Fatih Akın, der türkischer Herkunft ist. Dazu kommen noch Einwandererkinder der zweiten Generation, die ein Uni-Diplom haben und nicht nur auf dem Arbeitsplatz mit Kollegen aus der Mehrheit der Bevölkerung zusammenarbeiten, sondern auch privat mit ihnen verkehren. Alle diese Beispiele, die ich gerade erwähnt habe, sind aber Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und die Regel sieht leider ganz anders aus. Meine Damen und Herren, nach allem, was ich Ihnen mit den Minderheiten erzählt und erklärt habe, stellt sich die Frage: Gibt es denn einen Weg in die Integration? Bevor wir über die Wege sprechen, wäre es richtiger, die Voraussetzungen für die Integration zu bestimmen. Die allererste Voraussetzung ist die Sprache. Ohne Kenntnis der Landessprache kann es keine Integration geben.
Das ist die erste Regel, die der Gast, ob Flüchtling oder Migrant, verinnerlichen sollte. Wenn er in seiner neuen Heimat ein Leben und eine Zukunft haben will, dann muss er die Sprache des Landes zu seiner eigenen machen. Es folgt darauf die einfache Integration, die Integration des Überlebens. Es ist die Integration auf dem Arbeitsplatz und im Geschäftsleben. Die Sicherung eines Arbeitsplatzes ist für das Überleben des Flüchtlings oder des Migranten und seiner Familie unerlässlich, so wie es unerlässlich ist, dass er die Landessprache zumindest halbwegs beherrscht, wenn er einen Arbeitsplatz finden will. Je besser er die Sprache beherrscht, desto höher stehen seine Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden und voranzukommen. Das ist im Geschäftsleben nicht anders. Der Gast, der im Gastland ein Geschäft eröffnen will, wird sein Unternehmen bald schließen müssen, wenn er nicht die Landessprache kennt und auch wenn die Kundschaft aus Migranten und Flüchtlingen besteht. Die zweite Generation der Flüchtlings- und Migrantenkinder haben es leichter. Sie gehen in eine einheimische Schule, lernen die Landessprache früh und fließend sprechen und verkehren mit Kindern der einheimischen Bevölkerung. Ich lebe in Athen, in einem Stadtteil, in dem viele französischsprachige Afrikaner leben. Ich sehe oft auf der Straße Gruppen von griechischen und Migrantenkindern zusammen verkehren. Wenn ich die Augen schließen würde, dann könnte ich nicht sagen, welche von diesen Kindern Griechen und welche Afrikaner sind. So perfekt beherrschen die Migrantenkinder die griechische Sprache. Ich frage mich mitunter, ob diese Schülerinnen und Schüler nicht nur gemeinsam spazieren gehen, sondern auch die einen in die Wohnungen der anderen eingeladen werden. Meine eigene Erfahrung stimmt mich pessimistisch an. Ich habe die 8 Jahre meines Gymnasialstudiums im österreichischen St. Georg Kolleg, 2 Jahre Vorbereitungsklasse für den Deutschunterricht plus 6 Jahre Gymnasialstudium, auf derselben Schulbank mit türkischen Jungen verbracht. Wir gingen zusammen spazieren, ab und zu auch ins Kino. Aber in diesen 8 Jahren hat mich kein türkischer Schulfreund zu seinem Haus eingeladen. Ebenfalls habe ich in diesen 8 Jahren keinen einzigen türkischen Schulfreund zu mir nach Hause eingeladen. Meine Hoffnung ist, dass sich das Zusammenleben mit Einwanderern in Griechenland und in anderen Einwanderungsländern unter anderen Voraussetzungen erfolgt als mit den Minderheiten in Istanbul. Die Minderheiten in Istanbul waren Einheimische und keine Migrantenminderheiten. Sie hatten seit der Gründung der Republik Türkei für den staatlich geförderten Nationalismus und der Türkisierung der Gesellschaft, die eine Priorität des Nationalstaats war, einen hohen Preis bezahlt. Ihre Distanz und Zurückhaltung gegenüber der türkischen Mehrheit war daraus zu erklären. Dasselbe Misstrauen gab es aber auch auf der Seite der türkischen Bevölkerung, das vom konsequent vorangetriebenen Nationalismus ernährt wurde. Die Minderheiten waren für sie eine Last und ein Fremdkörper. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Realität in den heutigen Einwanderungsländern eine andere ist, dann muss ich doch eine Klammer aufmachen und sagen, dass die sowohl staatliche als auch gesellschaftliche Fremdenfeindlichkeit in vielen EU-Ländern auch das Zeichen eines aufkommenden Nationalismus ist. Denn eines der ersten Ziele des Nationalismus ist eine reine, das heißt nicht von Fremden infiltrierte Gesellschaft. In Istanbul waren der Fremdkörper vor allem die christlichen Minderheiten, in den EU-Ländern sind es die muslimischen. Meine Damen und Herren,
was ich bis jetzt zu beschreiben versuchte, würde ich als Tagesintegration bezeichnen. Es ist die Integration auf dem Arbeitsplatz, im Geschäftsleben und in der Schule. Es gibt aber auch eine Abend- und eine Feierabendintegration, so wie es auch eine Sonntags- und Feiertageintegration gibt. Somit landen wir in die Integration des alltäglichen Zusammenlebens und hier beginnen die Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten liegen sowohl auf der Seite der Gäste als auch der Gastgeber. Fangen wir zuerst mit den Gästen an. Immer wieder höre ich die Klage, dass die Einwanderer in Enklaven leben und den Kontakt mit der Mehrheit vermeiden. Das ist wahr, aber es gibt dafür gute und leicht erklärbare Gründe. Die Einwanderer kommen in ein fremdes Land und in ein völlig unbekanntes Land, abgesehen von den Marokkanern, Algeriern und Tunesiern, die nach Frankreich emigrieren und meistens zweisprachig sind, spricht kaum einer der Neuankömmlinge die Landessprache. Die Menschen, die Lebensweise, die Stadt, alles ist ihnen fremd. Es ist also einleuchtend, dass die Einwanderer ihre Landsleute suchen, weil sie zum einen ihre Angst und Verunsicherung überwinden wollen und zum anderen, weil sie ein Minimum an Zusammenleben suchen und das ist für sie nur im Rahmen ihrer eigenen Landsleute möglich. Immer wenn ich das Wort Islam mit Anfang Großbuchstaben lese, ist es mir zum Heulen, denn wir glauben, alle Muslime seien gleich, nur weil sie denselben Glauben haben. Meine Damen und Herren, bevor ich freischaffender Schriftsteller wurde, habe ich 14 Jahre lang als Exportleiter in einer griechischen Zementfirma gearbeitet. Mit Ausnahme von Iran, Jemen und Mauretanien kenne ich alle islamischen Länder. Ich kann Ihnen versichern, dass es zwischen den Menschen und den Völkern dieser Länder enorme Unterschiede gibt. Wir Europäer haben es uns leicht gemacht, weil sie alle islamischen Glaubens sind, halten wir sie alle für gleich. Was hat aber ein Ägypter mit einem Iraker gemeinsam? Was hat ein Tunesier mit einem Libyer gemeinsam? Was hat ein Syrer mit einem Saudi gemeinsam? Außer dem Glauben gar nichts. Sogar die arabische Sprache hat in den einzelnen Ländern enorme Unterschiede. Das ist mit den Christen nicht anders. Was hat ein Sizilianer mit einem Bayern gemeinsam, außer dass beide katholischen Glaubens sind? Trotz dieser Erklärungen ist es eine Priorität, dass die Einwanderer sich von der Ausgrenzung und von der Ghetto-Mentalität befreien. Das ist aber ohne das Mitwirken des Gastlands und der Gastgeber nicht möglich. Gerade hier beginnen die Probleme der schwierigen Alltagsintegration. Seien wir uns ehrlich, auch die Gastgeber wollen die Ausgrenzung der Gäste. Wenn sie mit ihnen unbedingt in derselben Stadt leben müssen, dann bitte so weit weg wie möglich. Auch die Ordnungskräfte des Staats sind mit der Ausgrenzung zufrieden. Wenn die Einwanderer in Enklaven leben, dann sind sie leichter überwachbar. Das ist die mildere Ausgrenzung. Die härtere, das sind die Zäune und die Mauern. Meine Damen und Herren, seien wir uns weiter ehrlich, es gibt nicht nur eine herrschende Ideologie, es gibt auch eine herrschende Zivilisation. Und die westliche Zivilisation ist seit der Kolonialzeit die herrschende Zivilisation. So wie die westlichen Länder und Imperien die Bewohner dieser Länder mit Hilfe von Missionären zum Christentum konvertieren und sie dadurch angeblich zivilisieren wollten,
So ähnlich stiftet der Westen heute Kriege wie in Irak und in Libyen an, um angeblich die Diktatoren in diesen Ländern zu beseitigen und die Demokratie einzuführen, als ob die Demokratie ein Exportartikel wäre wie Waffen oder Autos. Wenn wir heute den ISIS und den Terrorismus brandmarken, dann sollten wir auch daran denken, wie weit wir als Mitglieder der westlichen Zivilisation bei der Entstehung des ISIS und des islamischen Terrorismus indirekt mitgewirkt haben. Die Mehrheit derjenigen, die die Flüchtlinge nicht akzeptieren wollen, stufen sie als unzivilisierte Menschen ein, die aus unzivilisierten Ländern kommen, welche mit unserer westlichen Zivilisation unvereinbar sind. Das Fundament des Zusammenlebens ist die gegenseitige Akzeptanz. Dagegen ist die Voraussetzung für die Herrschaft der Untertanen. So sehen sich auch die Flüchtlinge als Untertanen in einem fremden Land. Deswegen suchen sie Zuflucht in den Gemeinschaften ihrer Landsleute. Nur dort fühlen sie sich gleichwertig. Ich weiß, wovon ich rede. Denn die Minderheiten in der Türkei hatten auch das Gefühl, Untertanen zu sein. Es ist ein schwieriges Problem. Dessen Lösung wäre aber nicht so kompliziert, wenn alle Länder der EU bereit wären, an einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge teilzunehmen. Wenn Deutschland 1 Million Flüchtlinge aufnimmt und Schweden 150.000 und die Zahl bei anderen Ländern unter 50 liegt, dann ist das Problem nicht lösbar. Vor allem wird aber das Problem unlösbar bleiben, solange wir nicht einsehen wollen, dass auch die Flüchtlinge ihre eigene Zivilisation und ihre eigenen Werte und Prinzipien haben, mit denen wir nur aufgrund des Konsens und des gegenseitigen Respekts zusammenleben können. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Herr Makaris hat sich freundlicherweise bereit erklärt, noch ein paar Fragen zu beantworten. Gerne. Und es gibt viele Fragen, die man stellen kann. Moment mal, Sie haben zuerst ein paar gesagt. Gut, ein paar ist wir relativ. Wir sind von ein paar ins Viele gesprungen. Nein, nein, so viel werden es okay, gar nicht. Bitte, ich will, nein, nein, ja. Aber Sie haben Sie haben von Ihren persönlichen Erfahrungen berichtet. Sie haben das ganze Thema in einen historischen Kontext gestellt, was, glaube ich, sehr hilfreich ist. Und Sie haben gesprochen zuletzt, ohne Respekt geht es nicht, ohne Konsens geht es eigentlich nicht. Herr Ischinger hat davon gesprochen, wir brauchen mehr Gestaltungswillen, mehr Anstrengungen. Herr Salameh hat gesagt, wir brauchen zupackenderes Engagement. Die Frage, die Hauptfrage ist natürlich, wie schaffen wir das nun also wirklich? Wo sehen Sie Anknüpfungspunkte, dass Integration doch gelingt? Müssen wir, das ist auch Thema ja über unsere große Überschrift heute, die Effekte von Migration, die positiven Effekte von Migration deutlicher herausstellen als bisher? Ich glaube, von der bisherigen Erfahrung in der EU, dass es einfach richtig wäre, wenn diese Integration auf einer kulturellen Basis vorangetrieben wird, und zwar in vielen Fällen gegen die Staatspolitik und gegen die Politiker. Denn meine Erfahrung mit den Politikern ist, dass sie einfach alles, wenn überhaupt, nur halbherzig machen und wenn sich auch mal entscheiden, wie Angela Merkel in Deutschland, großzügig und offen zu sein, wieder einen Schritt zurückweichen müssen, weil ja eine Opposition entsteht und diese Opposition eben von der
Stimmung in der Bevölkerung, und ich meine damit die negative Stimmung, profitiert. Also man muss eben das Problem der Migranten und der Integration der Migranten erst einmal kulturell auffassen und es nicht den Politikern überlassen. Das ist für mich völlig richtig und sehr eine ganz, sagen wir, eine Aufgabe, die eilt, die sehr eilig ist. Welche Aufgabe kann Literatur dabei spielen? Die Literatur kann dazu beitragen, dass die Leute, vor allem die Einheimischen, verstehen, dass die Migranten, ob Migranten jetzt oder Flüchtlinge, zu dieser Gesellschaft gehören können, zur Gesellschaft des Landes gehören können, und dass man diese vielseitige Gesellschaft, multiethnische Gesellschaft, eigentlich als einen großen Vorteil und als eine große Möglichkeit sehen sollte. Mhm. Könnte die Erfahrung gemeinsam zu wissen, was Exil bedeutet, was Flucht bedeutet, hier bei den Menschen in Europa, dort bei den Flüchtlingen, die zu uns kommen, könnte diese Erfahrung dazu beitragen, dass man so ein kulturelles Band leichter knüpft? Kann man das stärken? Ich würde erst einmal immer einen Artikel schreiben, das möchte ich gerne tun, oder sagen wir einen Vortrag halten über die Kultur der Flucht. Dass man als Flüchtling eine eigene, also der Flüchtlingssituation entsprechende Kultur entwickelt. Im allgemeinen Leben, dass man neue Werte entdeckt, dass man einen neuen Lebensstil zu eigen macht und dass diese, sagen wir, Kultur der Flucht viel beitragen kann, dass diese alle, sagen wir, Teile einer Gesellschaft, die aus anderen Ländern kommen, ob Migranten jetzt oder wie die Griechen der Diaspora als Rückkehrende in ihrem eigenen Land, davon, sagen wir, irgendwie profitieren können. Ich sehe das, ich habe das auch mit Mytilini erlebt. Mytilini, das ist eine Gesellschaft von Flüchtlingen aus der Türkei. Generation seit 1922. Ich war erstaunt, wie diese jungen Leute auf Mytilini, sowohl die Mädchen als auch die Jungen, diesen Migranten so nahe gekommen sind, sie so warm empfangen und unterstützt haben. Und wenn sie mit ihnen gesprochen haben, haben sie gesagt, naja, meinem Opa oder meinen Großgroßeltern ist es auch nicht also besser gegangen in diesem Land. Die haben auch gelitten. Und ich habe ja von meiner Großoma gehört, was sie alles durchmachen müsste. Also das Narrativ lebt weiter. Narrativ ist Literatur und Kultur. Narrativ ist nicht Politik. Und ich bin immer wütend, wenn sie jetzt die Politiker vom Wort Narrativ einen so schlechten Gebrauch machen. Ich glaube, die Gedanken, die Sie hier geäußert haben, die finden sich zum Teil auch in dem Buch wieder, das wir Ihnen gleich vorstellen wollen. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, Petros Markaris, dass Sie bei uns waren und Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Herzlichen Dank. Danke.